soll ich zu so einem Spiel sagen? Was? Wollen wir nicht über was Schöneres reden? Brexit oder so? Boah. Alter, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich finde Brexit sehr, sehr scheiße. Deswegen habe ich das extra als Beispiel genommen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier verteidigen soll. Ganz zu schweigen von selber noch einen Touchdown machen. Unterzahl habe ich auch schon. Supi. Warum? Achso, ja. Naja, ist mir recht. So, du gehst mal dahin. Du bist hier. Und du bist da. Und du gehst hier. Und da. Und warum steht der eigentlich nicht ganz vorne? Kann mir auch keiner so richtig erklären, ne? So. Könnt ihr hier noch einen nach außen? Ist auch noch einen nach außen. So. Aber ich habe auch schon einmal die Rüstung durchbrochen. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ganz schön gut, was? Der Finn, der alte Prügelelf. Heftiger Typ. Ich überlege gerade, was für Schönes. Über was für Schönes reden können. Nicht mehr über das Wetter, ist auch nicht schön. Boah. Ja. Ich habe mit den Norsis übrigens, wenn ihr das nicht guckt, eventuell in der Blood Bull Liga habe ich mal wieder gewonnen. Da läuft ganz gut bei mir. Kann man so nehmen. Seht ihr? Drittes Anstoßereignis gegen uns. Natürlich, ich habe genau in die Mitte gezielt. Gibt noch ein Touchback. Ach man. Es ist der Teufel und der größte Haufen. Da wird immer drauf geschissen. Ey, ich mach gleich gar nichts mehr, ey. Nichts mehr, wo man würfeln muss. Gar nichts. Kein Angriff, kein Wurf, kein Ausweichen, nix. Und dann verlierst du eh. Also ohne Würfeln verlierst du ganz. Der steht sicher wie in Abrahams Schoß. Was ist. Was ist denn das für eine Formation? Wie soll ich denn. Vergiss es. Boah. Wenn das die Random Liga wäre, würde ich aufgeben. Wirklich, weil. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel. Es tut mir so leid, aber. Also gut, ich hatte schon in Zug 1 keine Lust mehr auf dieses Spiel. Zug 2, ich glaube Zug 3 und 4 waren ganz gut. Wisst ihr noch, wo ich da lustig gedodged bin und dann den Ball aufgesammelt habe und so? Das war richtig geil eigentlich, aber ja, es war dann halt auch jedes Mal ein Würfel, der es mir versaut hat, ne? In Zug 1 gleich das Aufheben und dann, als ich hier den Ball eingesammelt habe und das Päschen geworfen habe, wenn der den gefangen hätte, ne, hätte ich mit dem losrennen können, hätte Chancen gehabt, aber so. Wie in drei Teufelsnamen soll das denn gehen, ey? Wie soll ich da auch nur ein Unentschieden rausholen? Gar nicht. Am besten, wa? Keine Ahnung. Oh, stellt ihn noch da hin, da ich da auch ja keine Stärke drauf kriege. Vernünftig. Tja. Tja. Blitz den mal schön hier. Supi. Ganz klasse. Bleibe. Ja. Ist jetzt natürlich auch nicht weit genug hinten. Den hätte ich gar nicht blitzen müssen. Den nur hinstellen. Oh Mann. Und dann geht er wieder hin. Natürlich. Selbstverständlich. Ich werde das aber rerollen. So. Leck mich doch an die Füße!
Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Wer drauf steht, wenn Leute sich so richtig schön aufregen und so richtig schön scheiße drauf sind, ist hier gut beraten. Gut, wenn ihr das jetzt hier hört, dann seht ihr das Video ja eh schon, dann ist es zu spät. Aber, boah. Boah. Alter Lachs. Ich habe in meinem Leben noch keinen Lachs gegessen, der so salzig war. Wo wir gerade bei Lachs sind. Ich esse auch verhältnismäßig wenig Fisch. Also halt immer nur, was die Leute so sagen, nur so Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Genauso wie ich nur Käse esse, der nicht nach Käse schmeckt. Also halt Lachs und Thunfisch und Seelachsfilet und Fischstäbchen und Heringsfilet in Tomatensauce und Sahnehering. Aber halt, ja, Hering, Lachs, Thunfisch. Ja, mach das bitte. Dann habe ich wieder diese kleine Chance. Wie soll ich denn da. Kannst du doch vergessen, ey. Das kannst du doch vergessen. Es wird doch im Leben nichts. Ah, nur geschoben. Haha! Dies ist unsere Stunde. So, aber wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt hier nur ein Ausweichen, das ich nehmen muss. Geil. Die beiden werden sich mit dem hier verlustieren, schön. Wartet mal, wir stellen erstmal auf. Stellen erstmal auf hier. Jetzt wird Schaden begrenzt. Hoffentlich. Gehst du hin? Weiß keiner so genau, ne? Na gut, dann hauen wir erstmal diese Ziege. Die ganz allein auf weiter Flur steht hier. Ja, Boot Down ist doch gut. Wäre ich jetzt schöner gefunden, wenn die jetzt weg gewesen wären. Muss ich so sagen, wie es ist. Kann der noch bis da? Und der kann noch hier. Das schreibt sie. Ach so, ja. Ja, haben wir gelesen. Also habe ich gelesen. Ich habe aller schon Rat Bescheid gesagt. Ja, es ist aber, naja, Blood Bowl halt, ne? Habe auch bei der EM Leute gesehen, die haben geweint. Also nicht die, Sp wenn ich als Spieler selber bei der EM rausfliege oder verliere oder so, kann ich mir das auch vorstellen zu weinen. Aber Leute im Publikum, im Vorrundenspiel, erst das Vorrundenspiel verloren, haben geweint. Und, ne? Verstehe ich nicht. Und dann verstehen andere Leute wieder nicht, wie man sich über Blood Bowl so aufregen kann. So ist das Leben. So, das ist jetzt natürlich meine Chance hier. Jetzt kann ich hier Lücken schlagen. Mir so mittel, wa? So, das wird nicht, das wird nicht, das wird auch nicht. Kurze Züge, mein. Oh ja, natürlich, natürlich. Ja, wo wir gerade bei Alashondra sind, der beschwert sich auch immer, dass seine Wardancer immer Pause kriegen. So geht's mir dieses Spiel mit meinen Jungs. Da, der ist noch gelähmt. Also hier mit meinen. Nicht allgemein mit den Jungs, sondern mit meinen beiden Blitzern. Und genau der auf der Ecke wäre der gewesen, der hier wenigstens einen Würfel bekommen hätte. Naja. So. Du gehst da hin. Oh, diese Ziege muss leiden. Hast du jetzt davon, du Ziege? Nur gelähmt. Shit. K.O. wäre gut, dann hätte ich die Jungs hier rüberziehen können. Aber so ist natürlich so eine Sache. Jetzt steht der hier in vorderster Linie. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann geh doch einfach mal nach da. Mann, einfach mal Bäumchen, wechsel dich. So. Du kannst dich jetzt damit hinstellen. Du gehst hier so. Und dann blitzen wir hier. Lege dich dahin, du Ziege. So. Ich bleibe. Nice. Wow. Nicht so nice. Ah ja, gut, aber. Apitheker und.
Drei Sechsen am Stück. Krass. Das sieht nicht gut aus. Zertrümmerte Hüfte. Naja, dann doch eher die Hüfte, wa? Puh, naja, immerhin haben wir einen Toten produziert. Damit ist das ganze Spiel all sein Salz wert. Kennt ihr noch den Begriff sein Salz wert sein? Kommt von den Seeleuten früher, die man in Salz bezahlt hat. Oh, das sagt heute auch keiner mehr. Habe ich, glaube ich, in 7 Days to Die schon mal drüber gesprochen. Wenn man sich das vorstellt, man würde heute noch in Salz bezahlt werden. Geht mal in den Supermarkt, was so ein Pfund Salz kostet, 19 Cent. Jetzt stellt euch mal vor, wie viel Kilo Salz ihr jeden Monat nach Hause tragen müsstet. Oder gebt mal eurem 8-jährigen Kind, wo heute eh schon alle sagen, wie schwer die Schulranzen sind, ne? Hier hast du dein Taschensalz, so zack, 10 Kilo auf den Tisch. Aber nicht alles auf einmal ausgeben und dann geht das Kind so mit so 10 Kilo Salz, na gut, vielleicht zum Süßigkeiten kaufen, nicht den ganzen ziehen, aber mit so einem Kilo Salz zum Kiosk, an eine Bude und kommt dann wieder mit 2 Schlümpfen und 3 sauren Gummidrops. Auch gut, oder? Rums. Und was macht man mit dem Salz? Jetzt muss ich gerade dran denken, wo doch hier die letzte Zeit so viele Regenfälle sind, wo bei uns der Keller vollgelaufen ist. Jetzt stellt euch das mal vor, ihr habt euer ganzes Salz im Keller, weil die Salzbank ist natürlich, gibt wenig Zinsen. Gibt nur so 2 Gramm pro Kilo. Ne? Und dann habt ihr das im Keller und dann gewittert's und dann ist aber zappenduster mit dem Salz. Dann hat sich was mit der Ersparnisse. Ja, wir schließen mal den Kreis, aber was sollen wir da machen? Diese Formation ist sehr, sehr eng, möchte ich sagen. Hat eigentlich auch an den meisten wichtigen Stellen einen Chaoskrieger, zum Beispiel auf den 4 Ecken vom Cage. Tja, todesmutig könnte ich Leute da hinstellen, aber nee, macht keinen Sinn. Blitzig mir einfach nochmal eine Ziege hier. Both down ist gut. Rums die Bums. Kriege ich hier nämlich auch nochmal einen Würfel. Hast du nicht mit dir rechnet jetzt, wa? Ha! Geschoben! Natürlich nicht so gut. Oh, das war auch nicht so gut, Leute. Ich hätte erstmal so machen müssen. Erstmal hätte ich so machen müssen. So, und dann so, richtig. Jetzt habe ich den hier natürlich an einem Dingsmann dran stehen. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehme Geschichte. Dann muss ich hier noch den hinstellen. Dieser kommt hier hin. Wir machen natürlich einen schön dicht. Wie steht's denn? Zug 12. Zeit ist noch. Wenn wir irgendwie an diesen Ball rankämen. Irgendwie. Dann könnten wir wenigstens noch den Ausgleich machen, eventuell. Aber ich wüsste nicht, wie. Also da Omega muss ja auch überhaupt keine Risiken eingehen. Für nichts. Macht einfach immer gemütlich 1 Meter vorwärts. Hätte die beiden hier noch... Ach nee, die sind gerade erst rübergerannt hier. Oh, wenn das mal... Dachte er und das war's. So, jetzt kommt hier noch der Blitz hin. Wenn diese Ziege da jetzt... Dann habe ich eine kleine Chance. Aber auch nur eine ganz kleine. Tja. Wo bleibt der Blitz? Okay. Jetzt wird hier frontalitätet. Aber... Natürlich, er geht wieder down. Er geht wieder down. Gibt's doch nicht. Aber nichts passiert diesmal. Alles gut.
Okilidokili, dann schlage ich jetzt hier drauf. Oh, geschoben, immerhin. So. Bleibe. Puh, jetzt könnte ich da natürlich reinblitzen, ne? Mit einem Würfel. Den da hinstelle. Sind die alle gedeckt? Hätte ich einen Würfel. Ich komme da gar nicht hin. Das war uncool jetzt. Das war richtig scheiße. Wisst ihr, was das für ein Ausweichen ist hier? Huch. 17%. Oh Gott, Finn, Alter. Warte mal, er ist ein Blocker. Wir können natürlich auch von hinten reinblitzen. Ah, nur geschoben wieder. Mann. Bleibe. Ich habe noch einen Blitz. Der gibt natürlich jetzt eine Stärke. Jetzt habe ich mich natürlich in eine Situation gebracht, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Ach, da kriege ich auch keine Stärke drauf. Warum habe ich noch nicht einen scheißen Dreck-Ding gewürfelt, sagt mal. Ach, Kacke, ein Würfel, aber ich habe zwei Rules. Komm, was soll das? Läuft bei ihm, läuft bei ihm. So. Blitz ich denn jetzt? Nur egal. Da kenne ich nichts. Ja. Da so. Und ich bleibe. Hier geblieben. So, jetzt müssen wir hier nochmal verstärken. Wo will ich denn den haben eigentlich? Kriege ich hier? Nee, da kriege ich keine Stärke drauf. Da kriege ich keine Stärke drauf. Der kann eigentlich diesen Ziegerich hier einfach mal behindern gehen. Finde ich so ein bisschen, nicht? Und du kannst dann hier nochmal hingehen. Ah, natürlich jetzt meine große Chance hier, aber... Ah, da war wieder die Eins dabei. Das ist jetzt natürlich erstmal eine ganz gute Sache. Weil jetzt kriege ich hier einen Bonuswürfel. Aber das Ding ist, ich muss ja nicht nur an den Ball rankommen. Ich muss ja auch noch einmal quer übers Feld rennen damit. Wie soll denn das gehen? Jetzt löst Omega hier wieder Sachen auf. Und ich stehe blöde da. Und schon steht der wieder sicher. Da hätte ich nicht aufmachen dürfen hier hinten. Boah, die sind auch noch frei. Pff, supi. Hm. Geschenkt. Geschenkt. Mann, ey. Aber nur gelähmt, nichts passiert. Die gute Nachricht ist, ich habe den letzten Zug. Ich kann noch ein SSP für einen Pass mir holen. Oh. Oh, gerollt sogar. Ha! Ich werde jetzt einen Chaoskrieger surfen, habe ich mir überlegt, Leute. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einen Chaoskrieger surfe. Wartet mal. Den kriege ich auch noch geblitzt hier, den Kollegen. Und das machen wir als erstes. Der muss erstmal. Kriegt erstmal einen auf der Mutz. Lift. Dahin bitte und ich folge selbstverständlich, weil du blöd bist, kleiner Ziegenmensch. San Mulgors. So, und Duse. Jawolle die. Dorthin.
Ach, jetzt kann ich den gar nicht mehr surfen, weil ich doof bin. Oder vielleicht kann ich den doch noch surfen? Unschönes Ausweichen. Ich kann ihn nicht mehr surfen. Shit. Wartet, ich könnte hier auch scheiß ausweichen. Kacke. Aber warte mal, er hat Ausweichen-Skill. Marit. Schafft es. So. Ja, jetzt wird ein Chaoskrieger gesurft. So lebt denn wohl. Haust du rein, mein Freund. Tschüssli. So, wenn jetzt nicht schon Zug 14 wäre, wäre das eine ganz gute Situation mit dem gesurften Chaoskrieger hier. Da kriege ich keine Stärke mehr drauf. Dann muss ich mich hier wieder ein bisschen in den Weg stellen. Unschön hier. Den muss ich da sogar stehen lassen, sonst ist hier gleich mein Werfer-Passé. Kann ich mir aber nicht erlauben, dann ist der Werfer halt weg. Hab aber noch einen Apotheker. Okay. Mutig. Ich habe nur noch zwei Züge zum Gegentouchdown. Mit Go for it, sie frech. Aber gut, so hat er noch bei den Rewards diese Runde. Ja, machen wir uns nicht vor. Machen wir uns nicht vor. Einfach chancenlos von Anfang bis Ende. Tja. Oh, und ich habe zwei SSP für den Toten bekommen. Auch gut. Ein Würfelblitz. Schiebung reicht. Both down ist nicht besser. Ah ja, komm. Der hätte jetzt ruhig noch sterben können. Naja. Gut. Kann jetzt natürlich so machen noch, ne? Können wir machen. Können wir mal machen. Und gelingt. Nette Sache. Mach mal lieber nach da. Und bleibe ruhig. Oh. Oh. Jetzt wird das nochmal interessant. Also was ist interessant? Ja. Okay. Der liegt da immer noch scheiße. Und ich habe niemanden, mit dem ich da hinkäme. Halbwegs, ne? Ja. Warte mal, er hat aber Ausweichen. Leute, probieren nicht. Wir werden das probieren. Du gehst mal auf Touchdown-Kurs, mein kleiner Freund. Sind dann die Go-Freds schon mit weg? Nee, habe ich sogar noch dann. Warte mal, wir können, wenn wir den hier entsorgen, kriegen wir hier, glaube ich, sogar noch mal... jetzt bin ich am überlegen, ob ich den sogar lieber nur schiebe. Nee. Nö. Wir nehmen die Chance mit, SSP zu holen. So. So. Supi. Also das Blocken, ne? Oi. Oi, oi, oi. Das Blocken hat's gebracht. Verpasst das nächste Match. Ganz bitter. Wie gern wäre ich der nächste Gegner hier? Eine Ziege weniger. Ein Dings weniger. Oh, Mann. Können wir... Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht, wa? Da komme ich auch gar nicht raus aus der Nummer. Obwohl, das wäre eventuell... Warte mal. Wenn ich den... Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir herzlich wenig. Aber mehr als nichts bringt mir das auf jeden Fall. Gehen wir nur da.
Es ist Omegas letzte Runde. Wenn sie es nicht schafft, den Ball aufzuheben, geht das Ding 1:0 aus. So, mach es, Junge. Oh, gleich den ersten verkackt. Ist doch nicht zu fassen. Gleich den ersten verkackt und gelähmt. Jawohl. Cooler Typ. Bester Mann. Bester Mann. Das würde ich gerne mal sehen. Doppel-1 wieder. Doppel-1. Es ist nichts. Es ist nicht mehr feierlich. Sehr, sehr gut. Na gut. Aber 1:0 geht ja dann noch. Aber Leute, sagt doch mal auch, ey. Das war ja... Also, ich glaube... Ach ja, siehste. Ja. Na gut, siehste, da brauchte sie nicht mal den Dings diesmal. Meiner geht K.O. beim Surfen, ne? Yalla. Aber ist jetzt auch egal. Ja. Oh, jetzt kriege ich die Pass-SSP gar nicht mehr. Wenn sie jetzt nicht touchdownt. Und schafft es. Und schafft es. Unglaublich. Unglaublich. Ich schaff's nicht, mal eine 2 zu würfeln. Und sie machten 3 plus ausweichen, 4 plus aufsammeln. Easy peasy. Kann man nochmal machen. Ich sage euch, Ziegenmenschen sind die besseren Elfen. Puh, so, jetzt krieg ich noch, weißt du, was Wolle? Jetzt gibt's eins. Scheiße, ich auf den einen SSP. Kommt der Pass aus der Hölle? Obwohl, nein, ich hab's anders überlegt. Ich mach keinen Pass aus der Hölle, ich mach ein normales Pässchen. Ganz normales Pässchen. Können natürlich auch. Habe ich mich jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet, wie man so einen One-Turn-Touchdown durchzieht. Da muss man eine Menge schieben und dann hätte ich meinen Runner, meinen Catcher hier stehen und dann... Aber... Krieg jetzt nicht zusammen. Übrigens auch Finn the Brute eine 1 aufs Aufwachen. Muss auch mal sein. So, da schenkt sie mir noch ein paar willige Opfer. Haben wir jemanden, der... Nee, du bestimmt nicht. Oh, die sind alle nicht lohnenswert dabei, ne? Richtung Level Up? Nee, schade eigentlich. Das ist eher noch am besten. Bedient. Du kannst ja einfach unterstützen. Und ja, komm, stell sie da alle hin. Was soll das? Und du kannst dich hier hinstellen. So. Ich habe nicht ein einziges Kick. Ist das dein Ernst? Jetzt komme ich nur mit Go for it an den Behinderten. Ich habe beide Rerolls noch diese Halbzeit. Weil ich die für nichts gebraucht habe, ne? Groß. Warum? Weil ich dumm bin. Warte. Erstmal den hier. So. Super. Nicht die einfachsten Dinge, ey. So. Ich folge. Rums die Bombs. Ich folge. Scheißegal. So, haben wir noch einen Blocker? Nein. So, dann kannst du noch hier. Und du noch da. Und funktioniert. Und folge. So, dann gehen wir aber doch nochmal ein paar Meterchen ran. Warte mal, 4. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Obwohl, ich mache lieber so, dann ist es ein kurzer Pass. Das müssen auch ein bisschen aufpassen hier. So, sammelt das Ding. Boah. Ja, komm. Leck mich doch. Leck mich doch. Die Krönung dieses Spiels, wie mir im letzten Zug mal wieder mit einem gerollten Go for it, der Touchdown nicht gegönnt wird. Der Touchdown, der Pass. Das ist doch nicht wahr. Das ist wie im ersten Spiel. Wisst ihr noch, im ersten... Aber gut, hier habe ich diesmal wenigstens halbwegs SSP rausgeholt. Aber ansonsten war das Spiel einfach nur furchtbar. Widerliches Spiel. Ganz, ganz ekelhaft. Nichts für Ungut Omega. Du hast gut gespielt und... natürlich, wieder einer mit 0 SSP MVP. Perfekt.
Ich habe sogar mehr Rüstungsbrecher gemacht. Ich habe auch mehr getackelt. Verrücktes Spiel. 6% Ballbesitz. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, meine Lieben. Ihr habt es vielleicht in Zug 2 schon gemerkt. Ich habe nicht so richtig Lust mehr auf das Spiel. Deswegen halten wir es diesmal kurz. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssli, Müsli.